So, seine Part Nummer 39. Mal rauszufinden, woher sich Larry und Edgeworth kennen. Claro. Edgy war mit uns beiden in der gleichen Abschlussklasse in der Schule. Was? Und nein, wir wollen jetzt nicht über Samurai-Hotdogs reden. Also, Herr Edgeworth war mit Ihnen in einer Klasse, Larry? Ja, Nick, er und ich hingen viel zusammen ab. Zeit für ein bisschen Phoenix Wright History. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Verstehe mich nicht falsch, er war immer der Streber von uns. Er lernte die ganze Zeit, weil er wie sein Vater werden wollte. Wie sein Vater? Ja, Edges Vater war damals ein berühmter Strafverteidiger. Wow. Warte mal. Sagtest du Strafverteidiger? Ja. Moment. Herr Edgeworth ist doch Ankläger. Was? Ja, er beklagt sich die ganze Zeit. Oh, ouch. Batsch gegen die Stirnhau. Nein, nein, er ist Staatsanwalt. Das ist das genaue Gegenteil eines Strafverteidigers. Jetzt, wo du es sagst. 15 Jahre lang habe ich immer das Falsche von Edgeworth gedacht. Oh. Ach, kannst du mal sehen. Er sprach immer davon, den Schwachen zu helfen, die Hilfe bräuchten. Er sprach immer von der Verpflichtung, die jeder der Gesellschaft gegenüber hat. Was hat wohl seine Meinung geändert? Hast du eine Ahnung, Nick? Nein, aber das werden wir in diesem Spiel noch herausfinden, denke ich mal. Ansonsten würde man es die ganze nicht so oft offen ansprechen. Mal reine Videospiellogik. Nick? Egal, reden wir über Samurai Hot Dogs. Erzähl uns doch mehr von den Hot Dogs. Heiße Würstchen, da stehst du drauf. Hä? Ach ja, du meinst die Samurai Hot Dogs. Warum heißen die Samurai Hot Dogs? Ich finde, sie sehen irgendwie aus wie Kürbisse. Oh, ursprünglich hießen sie mal Kürbis Hot Dogs. Mit Tofu-Würstchen und so. Aber die Samurai-Sache war Kiyoseis Idee. Sie ist die Frau meines Lebens, weißt du? Sagt immer, ändere den Namen. Tu es mir zuliebe. Sie hat das Plakat gemacht. Mann, die Kinder sind ganz wild auf diese Samurai-Hotdogs. Irgendwas daran erscheint mir falsch. Oh, und weißt du was? Die kriegen ja eine Menge Kunden am See. Das liegt an dem Knüller. Dem Knüller? Der Knüller von Müller? Ja, Gordy. Gordy? Junge, darüber reden wir. Du hast doch die Fernsehserie gesehen. Mann. Da warst du wieder meditieren in deinem Wasserfall. Was ist Gordy? Hä? Du meinst, du hast keine Ahnung? Er ist hier in diesem See. Ein riesiges, mysteriöses Monster. Gordy eben. Ein Monster? So wie Loch Ness? Ja. Lies es nach. Da ist ein Artikel in der Zeitung von gestern. Mit Foto. Wow. Es ist wirklich wahr! Es gibt Zeitungen in diesem Spiel! Riesige Lebensform im Gordy-Gesicht. Ich liebe diese Musik einfach. Hey Nick, ein Monster, ein echtes Monster! Nein, es ist bloß ein Typ, der gerade am Trinken ist und keiner will ihm helfen. Hilfe, Hilfe! Zeit für ein Paarfoto, klick! Das Neueste! Geile Zeitung. Das Neueste, weitere kreative Namen sind. Ey, guck mal hin! Oder Boah, tschüss! Ich glaube, ich sollte die Zeitung Boah, tschüss aufmachen. Ja, es ist eigentlich nur ein Baumstamm, richtig? Das sagen sie auch immer bei mir. Nein, Scherz. Hey, da ist ein Zitat von dem Fotograf dabei, der das Foto geschossen hat. Hä? Und was steht da? Ich habe die Kamera auf Automatik geschaltet und als wir ins Bild kamen, hörte ich ein lautes Peng. Wie bei einer Explosion. Und dann gab es ein Geräusch, als wenn da was ins Wasser rutschte. That is so weird. Ich wünschte, ich hätte es selbst gesehen. Warum sollte es einen Knall wie bei einer Explosion geben? Larry, darf ich mir den Artikel ausleihen? Klar, kein Problem. Das macht dann 1 Million Dollar. Eine Million? Das war ein Witz, Maya. Lerne Witze. Werde ich erwachsen, Larry. Boah, die Artikel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Yeah. Ja, was können wir dir noch zeigen, Schatz? Was haben wir denn im Angebot hier? Guck mal, ich bin Anwalt. Hättest du nicht gedacht, ne? Ne, das ist deine Anwaltsmarke, nicht wahr? Mann, hast du mir da aus der Patsche geholfen, den Prozess. Tut mir leid, ich habe wirklich nicht die Kohle, um dich zu bezahlen.
weil du alles für Kiosse ausgibst. Aber ihr könnt so viele Hotdogs essen, wie ihr möchtet. Ehrlich? Larry, wenn du sie deine Hotdogs essen lässt, bleiben dir keine mehr für die Kunden übrig. Ich habe gerade mit dem anderen Satzende gerechnet. Hey, kein Problem. Wenn sie es glücklich macht, was soll's? Sollen sich meine Würstchen ruhig in den Mund schieben? Wie oft muss ich dich noch daran erinnern, dass ich dich aus der Klemme geholt habe? Was auch immer das gerade mit zu tun hatte. Kannst du was zur Kamera sagen? Was ist das denn für eine Hässlichkeit? Das ist eine Kamera. Damit macht man Fotos. Hä? Larry, willst du mir weismachen, du wüsstest nicht, was eine Kamera ist? Natürlich weiß ich das. Hey, schließlich vor einem echten Mittelschul abzuwenden. Ich meinte doch diese seltsame Vorrichtung auf der Kamera. Ach die. Nun, das lässt sich nur schwer erklären. Vergiss es einfach. Warum zeigst du es mir dann überhaupt? Oh Mann. Damit kannst du sowieso nichts anfangen? Was? Damit kann er auch was anfangen? Hey, hier! Bilder von meiner Tante! Boah, die habe ich letztens noch gesehen, die muss im Wortentwickel geworden sein. Hey Larry, kennst du diesen Typen? Wer ist das? Weiß nicht, deswegen frage ich dich ja. Wer ist das, Maya? Tja, nun. Moment mal, Maya hat gesagt, dass sie ihn schon mal gesehen hat, oder? So, dafür kannst du auch was sagen? Ja, natürlich! Was ist das, Mann? Naja, weißt du, Mann, meine Augen sind in letzter Zeit immer schlechter geworden, Nick, Mann. Eigentlich liegt es am Foto. Es ist etwas unscharf, Larry. Es wurde letzte Nacht geschossen. Letzte Nacht, Mann? Mr. Setman, bring me a dream. Hallo? Den Zeitungsartikel, den du mir gegeben hast, darüber kannst du mir jetzt nichts sagen, oder was? Du kannst mir eine ganze Geschichte zu meiner Anwaltsmarke erzählen, aber nicht zu diesem Zeitungsartikel. Bist du des Wahnsinns? Egal. Wir haben die Informationen, die wir haben möchten. Und? Ja, wo gehen wir jetzt hin? Schauen wir in der Strafanstalt vorbei. Vielleicht ist Edgy-Pupse wieder da. Verdammte Kacke. Hat unser kleiner Gummibär irgendwas für uns? Weil ansonsten fallen mir nicht mehr viele Optionen ein. Stimmt ja, Lotta wollte zu ihm gehen, oder nicht? Steamed. Kein Gumshoe zu sehen. Weil sie Inspektor Gumshoe suchen. Der ist gerade im Vernehmungszimmer. Offensichtlich ist gerade ein wichtiger Zeuge aufgetaucht. Wird wohl noch eine Weile da sein. Dann sind Lotta Hart. Sie muss es sein. Oh. Tja. Gehen wir auf in unser Apartment. Vielleicht finden wir... Erzählt sie mir jetzt, weil sie den Typen kennt? Was ist? Oh, nichts. Aber irgendwas stimmt da nicht. Kannst du mir nochmal den Autopsiebericht geben? Hey, jetzt weiß ich es wieder! Der Typ hier! Das ist ein Anwalt aus der Kanzlei, für die Mia gearbeitet hat. Oh, Gänsehautmusik. Egal. Ich habe ihn mal getroffen, als ich mich da mit meinen Schwesterchen getroffen habe. Meine. Die Kanzlei? Warte mal. Du meinst Großbergs Kanzlei? Genau, der Typ. Der Dicke mit nur zwei Sprites. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet der Name ins Spiel kommt. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihm unterhalten. Der guten alten Zeiten wegen. Ne? Fall 2. Die guten alten Zeiten. Anwaltskanzlei Großberg. Haha. 25. Dezember. Ah, das vertraute alte Räuspern. Und die nicht mit der Wand. Aha. Ich habe wieder vergessen, wie ich ihn sprechen sollte. Sie sind Mias. Irgendwas, nicht wahr? Ich war ihr Stellvertreter, stimmt. Phoenix Wright. Wir kennen uns. Ich war vor 2 Wochen hier für einen anderen Fall. Aha. Sie sind auch Mias. Irgendwas, nicht wahr? Bist du behindert, Alter? Ja, kleine Schwester, richtig. Sie sind gewachsen. Ich sehe in ihrer Schwester immer ähnlicher, wissen Sie? Ich nicht. Denn ich bin dick. Und ich bräuchte gerade den Synchronsprecher zu Benjamin Blümchen, finde ich. Doch, das erinnert mich an vergangene Zeiten mit meinem jungen Freund Otto. Gott, an die Haupt damit. Wir denken, du hast gesoffen. Ah, die Tage meiner Jugend. Wie der Duft frischer Zitronen, wissen Sie? Herr Großberg,
Ach ja, entschuldigen Sie. Sie sind natürlich hergekommen, um etwas mit mir zu besprechen. Worum geht's also? Ist irgendwas passiert? Nee, ich komme in der geilen Einrichtung und deinen geilen Klamotten hier hin. Oh, gut gerettet. Was passiert ist? Letzte Nacht ist ein Mord geschehen. Ein Mord? Immer diese bösen Wörter. Haben Sie nichts davon gehört? Ich, bin gerade erst aufgestanden, wissen Sie? Wärter Karl hat mir meine Zuckerstückchen gebracht. Hat Anni halt die Fresse. Tja, Miles Edgeworth hat jemand mit einer Pistole erschossen. Edgeworth? Was? Wen? Nun, die Identität des Opfers ist noch unbekannt. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Töre! Ich glaube, er hat noch nichts davon gehört. Das Bild. Herr Großberg, was ist mit dem Gemälde passiert? Ach ja. Ich glaube nicht, dass es jemand in dieses Büro jemals in dieses Büro zurückkommen wird. Ich kann es nicht wirklich als gestohlen melden. Ich denke, das ist mein verdienter Nachtisch. Alter, bitterer Nachtisch. Okay, ich muss dir anscheinend das Bild mal zeigen. Ansonsten... Redest du nicht mit mir, du Idiot. Seltsam. Ich hab das Gefühl, ich hätte diesen Mann schon mal irgendwo gesehen. Das muss dir lieb sein. Oh. Ist es Ihnen eingefallen? Er war ein Anwalt, hier in meiner Kanzlei. Das fällt dir ein, nachdem du erstmal fünf Minuten nachgedacht hast? Boah, der hat immer für mich gearbeitet, ey. Boah, ist wieder Ewigkeiten her, ey. Boah, bin ich schon gesoffen, ey. Gesoffen. Das ist Hammond. Hammond Brothers, der Architekt. Nein, Robert Hammond. Er guckt so viel How I Met Your Mother. Und sie sagen, das ist der Mann, der von Malcolms Vater gespielt wird. Okay. Andi, fress jetzt, reicht erstmal. Und sie sagen, das ist der Mann, den Miles Edgeworth erschossen hat? Ja, lass uns drüber reden. Ich kann bei Großberg einfach nicht anders. Es tut mir wirklich leid. Bei jedem Charakter kann ich ernst bleiben, aber bei Großberg nicht. Wer ist dieser Hammond überhaupt? Herr Hammond. Er war der Verteidiger in diesem Fall. In diesem Fall? Ja, im Fall DL6. DL6? Woran erinnert mich das? Können Sie sich vielleicht erinnern? Ich bin mir nicht sicher, dass er während der Verhandlung des Mordes an mir erwähnt wurde. Das war der Fall, bei dem die Polizei so ratlos war, dass sie ein Medium beauftragte. Gekauft aus dem Mediamarkt. Schon wieder der Witz? Moment mal! Sie meinen doch nicht etwa... War dieses Medium meine Mutter? Ja, meine Liebe. Das Medium ist die Fae. Ihre Mutter nahm Kontakt zum Geist des Opfers auf. Aber der Fall wurde verloren. Es kam zu keiner Verurteilung. Der Fall DL6. 2 Sekunden Musik. Musik wieder weg. Der Fall DL6. Stimmt. Es geschah vor 15 Jahren. Ein wirklich seltsamer Fall. Den wir im nächsten Part besprechen werden. Oh, ich bin so ein Arschloch. Bis gleich!